Yo, yo, ihr verrückten Biester, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Master Builders bzw. Build Battle Video. Mit dabei ist wieder mal der Franjo. Hallo, hallo. Und wir spielen Build Battle nicht mehr, ohne dass wir uns eine Challenge vornehmen. Nein, vielleicht machen wir es auch nochmal mit, wenn wir einfach ganz normal. Aber diesmal haben wir wieder eine Challenge und zwar haben wir uns vorgenommen, wir bauen alles aber in pink. Also wir nehmen uns einfach nur pinke Blöcke. Jeder Block, der pink ist, darf verwendet werden und jeder Block, der nicht pink ist, darf nicht verwendet werden. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Es gibt Löwe, Computer, Bibliothek, Pixel Art und Bild. Oh, also. Oh Gott, ist das. Jetzt merke ich erst, wie schwer das ist. Lass mal Bild nehmen, oder? Vielleicht Bild, da kann man wenigstens irgendwas. Wir bauen jetzt einen pinken Computer, Tillmann. Also, das Erste, was wir machen müssen, ist wahrscheinlich uns erstmal raussuchen, welche Blöcke wir denn dafür verwenden können. Oh shit, man kann keine Popo-Blöcke verwenden. Ah, wir sind ja dämlich. Ja, okay. Ja, die gehen ja auch noch nicht mal, die Concrete. Oh Mann, das haben wir jetzt gar nicht mehr überdacht. Das war's hier aber wirklich. Komm. Wir machen jetzt eine Runde und ziehen das Ding jetzt durch. Wir machen jetzt eine Tastatur mit pinken Dings. Also ich habe unser Ziel somit gerade verändert. Davor dachte ich, wir können ganz normal versuchen. Und das Ziel ist es jetzt, ab jetzt nicht letzter zu werden, weil es gibt keine Blöcke. Wir haben gar keine Blöcke. Die können wir nicht nutzen. Also an alle, die können wir nicht nutzen. Genau. Gebt mal pinke. Oh, wir können pinke Wolle verwenden. Können wir irgendeinen Twist machen? Weil wir können, also, ich würde sagen, der Block hier, den können wir von mir aus auch noch nehmen, weil der hat so einen leichten Pinkstich. Hä? Findest du nicht? Oder? Bauen wir aber noch mit ein. Ist egal, machen wir. Ist egal. Gerade einfach so das Leben, siehst du auch das Leben so an dir vorbeiziehen. Schreibt uns mal, wie gesagt, auf jeden Fall einerseits in die Kommentare, welche Farbe wir nehmen sollen. Also das ist ja jetzt pink. Sollen wir das Ganze mal mit, keine Ahnung, blau oder grün oder rot oder so versuchen? Welche Farbe wollt ihr da am ehesten sehen? Und auf welchem Server man das machen kann, dass man ein bisschen mehr Blöcke zumindest nutzen kann. Weil das ist ja wirklich der Horror. Vielleicht machen wir da einfach ein Herz rein, so weißt du, so ein... Oh ja, mach ein Herz rein. Gut, aber pinkes Herz bitte. Ja, auf jeden. Oh Gott, ist das schlecht. Lass mal Pixel Art machen. Meinst du, irgendjemand checkt das gleich, dass das eine Challenge ist, dass wir das nur so machen? I don't know. Also der wird sich schon denken, warum nimmt er nur die Blöcke? Warum nur pink? Ja, das würde ich nämlich auch überlegen. Und schreibt uns mal rein, ob ihr sonst noch Ideen habt, sowas wie, ihr dürft halt irgendwelche Grundfarben benutzen, sowas wie, man könnte ja halt zum Beispiel auch bei dem Konzept sagen, wir dürfen Weiß wenigstens verwenden, weil dann könnten wir wenigstens Quarz, Treppen und sowas nutzen. Wäre, glaube ich, auch smarter gewesen, dass wir sagen Weiß und Pink. Aber wir ziehen jetzt einmal komplett pink durch. Ist halt nur dumm, wenn man da drinnen auch alles pink machen muss. Das ist ja so schwer, oh mein Gott. Man kann vor allem auch Schalkerboxen oder so kann man auch nicht nehmen. Das Einzige, was man noch nehmen könnte, ist ein Banner. Die Sonne, echt, die Sonne ist so wack. Also nicht wegen dir, sondern weil es halt, es geht ja, nicht besser. Geht nicht besser, ja. Okay, das Gute ist, wir sind schon fertig. Lass gleich noch eine Runde machen und lass in der Runde mit Weiß. Wir dürfen noch Weiß nehmen, also noch Quarz zum Beispiel. Also einfach weiße Blöcke dürfen wir noch verwenden. Weil Pink und Weiß, damit kann man wenigstens irgendwas machen. Ihr könnt uns ja mal auch nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwas gehabt hättet, was man besser hätte nehmen können. Ich glaube, mehr geht hier nicht. Man kann halt nicht mal einen Knopf oder sowas verwenden. Also Ziel ist halt wirklich nicht letzter zu werden, okay. Weißt du, was mein erster Gedanke war? Ist gar nicht pink. Falsch. Aber wir sind die einzigen Idioten, die Challenge machen. Oh. Ey, aber ist auch nicht so viel besser als das von uns. Oh, hier ist so ein Windows-Zeichen drauf, aber das hätten wir ja gar nicht machen können. Oh, das wäre aber lustig gewesen, so ein Windows-Zeichen, aber nur in pink. Sieht ja aus wie ein Bullauge, das ist wirklich Parker. Das ist alles gar nicht so krass gut. Vielleicht, ey, wirklich, ich ahne da Gutes. So. Komm, das ist, ey, es ist nicht so schlecht. Es ist nicht gut, aber es ist nicht so schlecht. Das hat gewonnen. Wir sind Achter geworden. Achter Platz. Ja, okay, auf in die nächste Runde. So, wir haben Suppe, Fahrradfahren, Zug, Zombie-Apokalypse, Bein. Oh, hoffentlich nicht Bein. Weil wenn man Bein, oh nein. Weil Bein, das sieht dann so richtig nach Noob aus. Lass mal eine Prothese machen, so eine weiße oder so ein Roboterbein. Kannst du so ein Roboterbein anfangen? Okay, das war ein Nieser, der richtig weird war. Bitte, oh, bitte nicht reinschneiden, Macklist. Das ist mir peinlich. Es hat halt jetzt nicht mehr so viel Pink. Nee, true. Oh nein, es ist fertig. Oh Gott. Nein, ich habe unten... Oh, ich bin dumm. Ja, ich würde sagen, besser als das vielleicht schon gerade so. Wir haben uns jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, aber für die Challenge finde ich es okay. Ich auch. Hä?
Das verstehe ich nicht. Mini. Aber das sind ja Schuhe. Ach, guck mal hier. Guck noch einen Knochen raus. Oh. Das ist aber lustig. Ja. Oh, guck mal, das bin ich. Oi. Oh, das ist sweet. Stimmt, vom Skin her sieht genauso aus. Oh, das ist ganz lustig. Nee, oh, guck dir mal dieses Bein, wie dieser Fuß unten auf dem Boden so zerfließt. Junge, einfach so richtig alles gebrochen da drin. Ey, guck mal an. Ja. Nice. Na ja, okay, ich würde sagen, damit kann man das Ganze gut beenden, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass wir bei so einer Challenge so gewinnen. Aber wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, was wir für Farben selber verwenden sollen und ob wir auf einem anderen Server bauen können und ob wir irgendwelche Extraheiten, sowas wie wir dürfen, keine Ahnung, weiß zum Beispiel als Farbe immer verwenden oder schwarz immer verwenden oder so. Schreibt uns das in die Kommentare. Wir wollen die ganzen Kommentare voll sehen mit Vorschlägen. Tillmann, willst du noch was sagen? Nö, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Haut rein und ciao.